so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Bitte, ihr müsst ihm helfen. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns wieder an der Oberfläche. So, weil wir haben ja hier noch ein paar Tempel, die wir eben, beziehungsweise Schreine, die wir noch besuchen müssen. Das muss ich gerade aber mal gucken, ob wir auch hier auf den Himmelsinseln wirklich alles hatten oder ob uns da noch irgendwas fehlt. Feuerfrüchte brauchen wir noch ein paar. Gerade mal gucken, ob wir von hier aus noch irgendwie einen Tempel sehen können. Es ist der Wahnsinn, dass man das nachts so viel besser erkennt. Ich meine, dass wir hier irgendwo auch noch ein paar Tempelchen hatten. So, das ist das vergessene Plateau. Das sieht man ja von hier aus schon. So, das vergessene Plateau hatte jetzt so an sich. Ach Quatsch. So wie ich erkenne, sind wir hier fertig gewesen. Genau, da sind wir ursprünglich mal runtergestürzt. So. In welche Richtung müssten wir jetzt gehen? Wir haben eigentlich jetzt die Aufgabe, hier irgendwo weiterzumachen. Wir schauen mal. Irgendwo werden wir wohl schon Anschluss finden. Mal gucken. Wir haben sehe gerade mal noch gar nichts, wo wir hin müssen. Darüber. So, aber lasst mal gucken, ob wir noch irgendwo hier einen Schrein finden. Wir hatten ja noch einige offen. Wo sind die jetzt? Auf jeden Fall nicht mehr hier in der Nähe. Hatten wir diese Drachenträne hatten wir noch nicht, ne? Dann können wir die eigentlich mal noch mit einsammeln, beziehungsweise welcher Stall ist das, wo wir jetzt hier gerade ansteuern? Da waren wir auch noch nicht. Sehe ich gerade. Und da ist auch noch sogar noch ein Schrein. Ja, dann. So, perfekt. Kehren wir wieder zurück in die Normalität. Jetzt kann man gucken hier. Einmal die Kleidung tauschen. Was haben wir hier? So, perfekt. Können wir dieses bescheuerte Schild mal ablegen? Sehr gut. Ist das der Stall, den wir brauchen? Welcher Stall ist das hier? Es ist der Stall am Fluss.
Sehr gut. Okay, dann steuern wir Dann steuern wir direkt mal den Schrein hier an. Nackt überleben, Rätsel oder vielleicht wieder hier so eine Angriffstechnik. Nackte Überleben schon mal nicht. Formen in Balance. Okay. Heißt, wir kommen hier nicht hoch. War also schon schlecht. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe, einfach mal so erfahrungstechnisch einfach mal mit angefangen. Okay, Moment. Kriegen wir die wieder? Kriegen wir nicht. Moment. Wir müssen einmal wieder zurück. Den Schrein nochmal verlassen und nochmal neu rein. Hä, wie doof. So. Okay. So. Okay. So hätten wir es machen müssen. Die ist fein säuberlich. Verbinden. Sehr gut. Ja, aber da käme er doch eigentlich hoch. Sehr gut, da können wir so drüber laufen. Okay, jetzt wollen sie es aber wissen. Okay. Was haben wir? Okay, Moment. Das wird ja nur ein Floß. Okay. Können wir hier wechseln?
Gut. So kommen wir zumindest schon mal sehr gut an die Truhe. Ein Stachelschild. Okay. Mal hier das komische... Achso, Moment. Das ist ursprünglich ein Sonau. Das wieder mit. Hey! Okay, das war jetzt unfair. Hallo? Okay, so soll es auch nicht laufen. Sekunde. Es läuft echt gut hier für mich. So, komm. Perfekt. Sehr schön. Sieben Stück. Einen müssen wir noch, dann können wir unseren Ausdauerkreis zweimal erweitern. Lausche dem Zwitschern. Die Stelle werden wir auf jeden Fall auch noch abarbeiten. Was haben wir hier zu besprechen? Hi. Oh, du warst doch am Sperrposten, oder täusche ich mich da? Schön, dich wiederzusehen. Oh. Wir sind nach Kakariko unterwegs. Das liegt in der Nekluda-Region im Osten. Mein Partner hier will unbedingt die Kranzruinen in Kakariko sehen. Ruinen in Ringform sind selten. Ich kann's nicht erwarten, mir sie ganz genau anzusehen. Oh. Okay. Oh. Kakariko ist ganz in der Nähe von diesem Kartografieturm. Und das links davon ist wohl eine der Kranzruinen. Würde ich mal annehmen. Jedenfalls ist beides weiterhin sichtbar, also sollte es so gut wie ausgeschlossen sein, dass wir uns verlaufen. Ja, daran können wir uns wohl orientieren. Oh. Okay, es geht los. Dahinter liegt auch dann direkt das Schloss. Ich finde das sehr, sehr cool, wie das rote Wabern da gerade so aussieht. Genau, wir gucken quasi... Nein, wir gucken nicht direkt drauf. Was ist das? Oh, oh nein! Oh oh. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, eigentlich bin ich mir gerade nicht so sicher. So. Hier ist der eine Schrein noch. Frage ist, welche Reihenfolge gehen wir jetzt nach? Wir haben jetzt den... Wir sind jetzt hier am Stall am Fluss. Ne, ist doch so. Stall am Fluss, genau. So.
Hier gibt es jetzt nicht irgendwie noch was Interessantes. Doch klar, die Brunnen. Da könnten wir noch reinspringen. Gucken, was wir hier noch Schönes haben. Oh. Oh. Das Wasser ist genießbar. Viel Moos, Leuchtpilze vorhanden, alles notiert. Oh, was machst du denn hier? Gut, du stellst dir vermutlich gerade dieselbe Frage. Bist du zufällig auch Brunnenfan? Ja. Ganz genau. Es gibt nichts Tolleres als Brunnen. Die Feuchtigkeit, die einzigartigen Ökosysteme und diese Kühlen, die einen die heißesten Tage gut ertragen lassen. Mein Traum ist es, alle Brunnen von Hyrule aufzusuchen. Dass es insgesamt 58 Brunnen in Hyrule gibt. Ich bin mir sicher, wir hätten sie schon mal gesehen. Ich auch bezahlen. Was hältst du von 10 Rubinen pro Ort? Okay. Jetzt weiß ich von 16 weiteren Brunnen. Oh. Oh, okay. 42. Okay, sehr gut. 42 Brunnen brauche ich noch. Der Brunnenfan. Ich glaube, sonst gibt es hier gerade gar nichts Interessantes, ne? Oh. Nein. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Es war lediglich nur der Brunnenfan hier unten drin. Da, der Schrein, den können wir noch machen. Leute, ich würde jetzt sagen, den Schrein, den wir da in der Ferne sehen, den machen wir noch. Und danach würde ich so Richtung Todesberg mich tatsächlich aufmachen. Oh. Ups. Das war deine letzte Banane. Gigabande überall. Das war ja ein kurzer Auftritt. Das war ein kurzer Auftritt. Und der hat mich jetzt völlig irritiert. Da hinten wollen wir hin. Ist ja jetzt schon schön, weil ich weiß jetzt haargenau, dass da gleich noch Hände aus dem Boden kommen. Hundertprozentig. Wenn das Blutmonds. Und? Kommen sie oder kommen sie nicht? Oh ne, okay. Bisher zweimal diese Monster gesehen und zweimal mir fast in die Hose geschissen. Okay, da oben. Wo waren wir denn? Sekunde, wenn wir doch hier auf den Turm kommen, dann müssten wir doch eigentlich auch von dort aus schneller zu dem Schrein kommen. Wir probieren's. Sehr gut. Sahasra-Hügel. So. Von hier aus. Müssten wir doch jetzt eigentlich diesen Schrein von eben finden. Warum sieht man den jetzt nicht mehr? Ach, er müsste doch eigentlich hier irgendwo. Hier müsste er eigentlich irgendwo sein. Ja. Wollte gerade sagen, also der verschwindet doch nicht von jetzt auf gleich.
So. Molonok-Schrein. Sumpf von Ranel. Federleicht im Molonok-Schrein. Okay. Auf der ersten Ebene haben wir schon mal nichts Bedeutsames zumindest. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie aktivieren, oder was? Nee, Moment. So. Dann nehmen wir uns die Kugel. Sehr gut. Ist der Schrein auch schon so gut wie fertig. Hallo? Das doppelt sogar? Okay. Alles klar. Okay, und das soll mir jetzt was nutzen? Das bringt mir aktuell mal noch recht wenig. Denn ich muss jetzt hier das Ding okay, aber hier ist in dem gesamten, in der gesamten Anlage ist aber sonst nichts zu sehen. Verstehe jetzt gerade nicht, was meine Aufgabe hier weiterhin sein soll. Hier geht's runter. Frage beantwortet. Wir stehen auf der falschen Seite. So.
Aber die Truhe, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Schleichmedizin. Okay. Sehr gut. Okay, Segenslicht Nummer 8. Dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge im Spähposten. Bauen unsere Ausdauer weiter auf oder Herzen. Mal sehen und gucken dann, dass wir zum Todesberg übergehen.